begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich drei Rezensionen für euch. Und zwar zu der Dark Romans Reihe von J.S. Wanda, Catching Beauty. Und zwar fangen wir gleich mit dem ersten Band an. Und zwar der erste Band, wie gesagt, von J.S. Wanda, Catching Beauty. Du gehörst mir. Also, um was geht es in dem Buch? Es geht um Amber. Amber ist in Mexiko auf einer sogenannten Dienstreise und sie soll von ihrem Chef aus, weil sie arbeitet für einen Obst- und Weinhändler und soll da eben die Plantage überprüfen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und so. Und sie ist in dem Hotel eben und langweilt sich zu Tode, weil es einfach wirklich eine langweilige Dienstreise ist und sagt, ach komm, jetzt habe ich doch den Abend Zeit und kann mir da vielleicht die Stadt ein bisschen anschauen, geht aus dem Hotel raus, geht in eine andere Bar und dann trifft sie einen sehr geheimnisvollen Mann. Ja, und dann wird sie quasi entführt von ihm und ja, nimmt ihm das Ganze eben seinen Lauf. Und zwar trifft sie auf keinen geringeren als, er wird eigentlich Skrilla genannt, beziehungsweise Crack. Und er hat eine sehr dominante Ausstrahlung, das fällt sofort auf und es knistert direkt auch. Also man merkt schon, die Funken fangen schon an zu sprühen. Es ist wirklich, wirklich echt von Anfang an spürbar. Ja, er hat zusammen mit seinen drei Freunden, die haben quasi eine Mission. Und zwar sind sie weltweit unterwegs, beziehungsweise eigentlich nicht weltweit, sondern meistens nur in Süd- und Mittelamerika, um da einige Menschenhändlerringe auffliegen zu lassen, weil der Menschenhandel mit Frauen eben sehr, sehr boomt. Und die möchten eben die Frauen quasi befreien und freikaufen. Das ist bei Emma genau der Fall gewesen. Ist auch eben entführt worden und die haben sie dann quasi so freigekauft. Also, mein Resümee zum ersten Band. Entschuldigung. Mein Resümee zum ersten Band ist, dass mir es wirklich sehr gut gefallen hat. Mich hat es von vornherein schon voll gecatcht, eigentlich. Also, Wahnsinn. Mir hat es so gut gefallen, der erste Band. Also, ich kann dem ersten Band wirklich nur 5 Sterne geben, weil es von Anfang an wirklich echt gepasst hat. Und die Rezension zum ersten Band, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und ich gebe dem Buch ganz ehrlich 5 Sterne. Mehr kann ich dazu ehrlich nicht sagen. Mir hat es wirklich wunderbar gefallen. Und ich bin gespannt auf den zweiten. Den zeige ich euch jetzt natürlich auch. Das ist der zweite Band von J.S. Wanda. Und zwar Catching, du entkommst mir nicht. Auch wieder diese tolle Blume auf dem Cover mit diesem Stacheldraht. Das Tolle ist bei dem zweiten Band, Amber ist selbstbewusst auf jeden Fall und möchte einfach jetzt auch nicht so wehrlos wirken quasi, ja. Und sie bittet eben die beiden Freunde von ihm, Wes und Lai, so ein bisschen auszubilden, was Waffen angeht und so weiter. Ja, und jetzt ist es so, er hat sie quasi gehen lassen. Ja, es war sein Fehler eigentlich. Ja, und dann prompt ist sie wieder. Hatte sie quasi wieder eingefangen, so nach dem Motto, ja. Und es ist eine wahnsinnige, also dieser Mann hat wirklich eine wahnsinnige Präsenz im Raum. Das merkt man schon. Also es ist schon Wahnsinn. Auch im zweiten Band kommt es immer mehr rüber. Sie haben immer natürlich noch die Mission, einen gewissen, ich habe jetzt den Namen vergessen, Camacho, glaube ich, ja, genau, der eben diese Frauen quasi weltweit vermittelt. Und da sind nicht nur die Kriminellen am Werk, sondern auch zieht sich sogar bis in die Kreise des Weißen Hauses. Ja. Und die CIA sucht Amber auch, die suchen sie. Und es ist aber so, dass das irgendwie eine Mission ist, die viele Fragezeichen aufwirft. Das heißt, sie bringen sie quasi zwar schon in Sicherheit nach Miami dann eben, aber
Ist also ein bisschen zwielichtig, aber ihr müsst es einfach weiterlesen. Ihr müsst es einfach lesen. Es ist wirklich so spannend. Die Spannung ist quasi vom ersten auf den zweiten Band, finde ich, übergesprungen. Also ich habe es wirklich innerhalb von, ja, sage ich jetzt mal, so gut 1,5 Tagen vielleicht, so ungefähr, habe ich es dann durchgelesen gehabt, weil es mich wirklich wieder so mitgerissen hat, die ganze Story, die ganzen unerwarteten Wendungen auch. Also, und das Tolle ist, dass man einfach auch beide jetzt ein bisschen besser kennenlernt. Und also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Die Rezension zum zweiten Band, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr die unten in der Videobeschreibung. Dann werde ich jetzt mal weitermachen mit dem letzten Band, dem dritten Band. Auch natürlich von J.S. Wanda, Catching Beauty, denn du bedeutest meinen Tod. Hier ist es so, Craig ist weg. Keiner weiß, wo er ist. Viele halten ihn, sie halten ihn eigentlich für tot. Ist komplett am Boden, ist komplett fertig und hat einfach nur den Wunsch, dass er vielleicht doch noch zurückkommt. Also die Hoffnung hat sie, dass er vielleicht doch wieder kommt. Und eben da, wie ich schon im zweiten Band jetzt vorhin schon angedeutet hatte oder habe angedeutet gehabt habe, dass sie sich jetzt, wie gesagt, eben wehren möchte, also selbst verteidigen will. Und sie hat zusammen mit Craigs besten Freunden einen Plan ausgeheckt, wo sie wirklich alles riskiert, eigentlich alles auf eine Karte setzt und somit wirklich sehr viel aufs Spiel setzt, sage ich mal so. Also da geht es wirklich ab im dritten Band. Ich hätte es nie gedacht. Und diese Freundin, also Freundin, also die kommt im ersten, glaube ich, auch schon ein bisschen vor, ja, tiefer dann, wie gesagt, auch im zweiten. Und ja, die hat auch ihre Geheimnisse. Also sie hat ihr bei einer oder anderen Sache auch geholfen, genauso wie Amber ihr auch. Und sie kennt jetzt auch die Wahrheit, warum Craig sich ihr immer mehr verschlossen hat, beziehungsweise ja, sich ihr mehr verschlossen hat, weil er hat ein Trauma. Also das heißt, er war mit jemandem vor ihr zusammen, die ihm sehr übel mitgespielt hat und er gibt sich eben die Schuld, dass sich seine damalige Freundin was angetan hat und er hat immer noch diese Schuld, ja, er ist doch schuld, ich war schuld, dass sie diesen Schritt quasi gewagt hat. Und jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel. Und natürlich das Wichtigste ist noch dazu, dass es einen Ausweg gibt. Und zwar beide müssen quasi heiraten. Also, dass sie quasi so ein bisschen in Sicherheit, mehr in Sicherheit ist, dass ihr da quasi nichts geschieht. Aber sie, wie gesagt, es geht wirklich sehr viel in diesem Buch. Also ich finde, es ist ein guter Abschluss der Reihe gewesen. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Also wenn ihr auf, es ist ja im Bereich Dark Romance eben angesiedelt, auf Spannung steht, auf unerwartete Wendungen, auf zwei Charaktere, die ja schon unterschiedlich sein können. Aber Amber hat mir wirklich gut gefallen, weil sie kein nervöses Püppchen oder so ist, nicht naiv oder irgendwie schüchtern oder so. Nein, sie hat, die lässt ihre Gefühle zu, aber dadurch finde ich, macht sie sich, ist sie stark, sie ist klug, sie arrangiert sich mit den Situationen, in der sie ist und versucht immer eigentlich einen Ausweg auch rauszufinden, egal wie verzwickt die Sache eigentlich ist. Also ich kann dem Buch auch, wie gesagt, und wie den ersten zwei Bänden nur 5 Sterne geben, weil es mich einfach total abgeholt hat. Mir hat es gut gefallen. Also alle drei Rezensionen zu den drei Bänden habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr draufklicken. Auf meiner Lovely Books Seite könnt ihr euch die durchlesen. Mir vielleicht den einen oder anderen Kommentar da lassen, wie ihr die Bücher gefunden habt. Würde mich auch interessieren. Könnt mir natürlich auch eure Meinung auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und zum Schluss zeige ich euch natürlich noch, mache ich ja meistens öfters in meinen Videos, was ich aktuell jetzt dann lese. Habe ich jetzt schon angefangen. Ich habe ja in meinem letzten Video einen kleinen Aufruf gestartet. Gut, der war leider ohne Erfolg, ist auch nicht so schlimm. Ich habe es nochmal ausprobieren wollen. Und zwar ist ja Ende Januar, ich habe es ja im letzten Video, glaube ich, gezeigt, genau, ist ja der letzte Band der Nevernight-Reihe erschienen. Jetzt Ende Januar war es. Und ich habe in meinem letzten Video, wie gesagt, diesen kleinen Aufruf gemacht an euch.
ob jemand von euch vielleicht Lust hätte, mit mir die drei Bände zu lesen oder auch vielleicht nur einen Band zu lesen. Aber die Rückmeldungen, naja, sind quasi ein bisschen im Sand verlaufen, aber das macht jetzt nichts. Ich habe es nochmal ausprobieren wollen. Ich habe jetzt hier den ersten Band schon ein bisschen angefangen, wie ihr seht. Und zwar von J. Christoph Nevernight, die Prüfung. Ich möchte einfach, bevor ich den dritten Band anfange, nochmal die ersten zwei, wie gesagt, nochmal rereaden, wie man das auf Booktubisch quasi sagt. Und ich möchte es einfach, wie gesagt, nochmal lesen, weil ich einfach schon ein paar Sachen der Geschichte schon noch im Kopf habe, aber ganz so ist mehr so mehr oberflächlich, finde ich. Jetzt möchte ich einfach nochmal die ersten zwei lesen. Ich habe jetzt, wie gesagt, den ersten schon angefangen, also ich bin mal gespannt. Ich habe die, wie gesagt, vor 2 Jahren schon mal gelesen und jetzt, wie gesagt, aufgrund dessen, dass jetzt eben der dritte Band endlich rausgekommen ist, möchte ich die zwei eben nochmal rereaden. Ja, habt ihr die Reihe schon gelesen? Würde mich interessieren. Oder habt ihr vor, die Reihe zu lesen? Was meint ihr? Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr vielleicht den dritten Band auch schon gelesen? Aber wenn ihr die schon gelesen habt, dann bitte nicht spoilern, ja. Ich möchte natürlich selber erfahren, wie es am Ende ausgeht mit mir. Also ich sag kurz, um was es geht. Es geht um Mia Corvern. Mia ist ein Kind der Schatten, ja. Und sie kennt nur ein Ziel und das ist nämlich Rache. Weil Rache an zwei Männern will sie üben. Und zwar deswegen, die haben ihre Familie zerstört. Diese zwei Männer haben quasi alle Fäden in der Hand. Sie regieren die Stadt. Und zwar heißt die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, ein Gottesgrab. Und diese Stadt haben die zwei unter ihren Fittichen quasi. Und zwar ist es ein General und ein Konsul. Ein General, ein Konsul und ein Kardinal, also drei eigentlich, Entschuldigung, drei. Doch Mia ist eben fest entschlossen, dass sie die drei quasi endgültig beseitigt. Und bevor sie das aber macht, möchte sie der Roten Kirche beitreten. Die Rote Kirche, das ist ein Orden, der Assassinen eben ausbildet. Und da möchte sie eben hin, um die Kunst des Tötens zu lernen. So, wie gesagt, freue mich, wenn ich es noch mal lesen darf oder lesen möchte. Bin gespannt, vielleicht habe ich den einen oder anderen Aspekt vielleicht vor 2 Jahren übersehen, weiß ich nicht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann schreibt mir doch bitte eure Meinung in die Kommentare rein. Auch wenn ihr die Reihe vielleicht noch nicht kennt oder ihr habt vielleicht alle drei Bände schon gelesen, dann würde ich mich auch über eure Meinung freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Ja? Und wenn ihr mich abonnieren wollt, falls ihr das noch nicht getan habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Oder ihr könnt einfach hier nebenan unten auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, was bei mir auf meinem Kanal gerade so los ist, wenn ich ein neues Video hochlade. Oder wenn ihr auch Vorschläge habt, zum Beispiel könnt ihr es mir auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin immer offen für Ideen, Vorschläge auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Für mich geht es jetzt dann ab heute in die Nachtschicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus und Baba. Ciao!